Und Gold Glowstone. 11, 14. Redstone Gold Glowstone. Da bin ich Redstone, ey. Ja. Und ich. 14 und Glowstone. Servus, einen wunderschönen, aber einen ganz wunderschönen. So. Das heißt jetzt, weil wir ein Alloy machen. So. Was braucht man eigentlich für die... Aber ich habe sowieso viel zu wenig Strom dafür. Ist schon klar. Aber was bräuchte man für die... Da bräuchte ich... Ja, da bräuchte ich Silk Touch. Okay. Für die auf jeden Fall. Und für das. Resource. Goldblöcke. Endstone. Und kriege ich hin, das ist nicht so schwer zu machen. Okay, geht doch nicht so, wie ich gedacht habe. Starlock Transmutation, das ist Astral Sorcery. Das Problem, wie gesagt, an Astral Sorcery ist, dass man viele Sachen eigentlich nur im Dunkeln machen kann. Das ist natürlich nicht so geil. Ich schon das Journal. Die Pages hatte ich auch schon ein paar. Die ich mal da reinpacken. Ich habe da nämlich schon ein bisschen was geguckt drüber. Ancient Shrines findet man als erstes und da baut man auch den Resonating Wand. Da braucht man natürlich Marble und so weiter. Das kann ich eigentlich auch schon machen. Dann braucht man halt diese Rock Crystal Ore. Die findet man aber nur das Problem ist natürlich, dass die Karte resettet wurde. Ich hatte ja so einen Schrein schon gefunden, wo ich auch Crafting Table hingebaut habe. Mit so einem Kristall. Problem ist natürlich. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Das ist dann eigentlich das große Problem. Dann könnte ich auch den Stab bauen. Denn ich habe die Sachen. Weil hier hätten wir Marble. Dann bräuchte ich zwei Aquamarinen und eine Enderperle. Dann könnte ich den Stab bauen. Was nicht das Problem wäre, aber ich weiß nicht mehr, wo der blöde Schrein war. Der war irgendwo vom Spawn aus, keine Ahnung wo. Im Kristall. Mal schauen, wo der genau war. Ich würde den Stab natürlich gerne bauen. Weil das ist der Beginn im Prinzip von Astral Sorcery. Aber ich meine, ich habe keine Ahnung, wo der war. Da ist einer, aber ich glaube, der funktioniert nicht, weil du brauchst Kristall dafür. Du musst einen großen finden. Bild kommt jetzt wieder. So.
Such gerade den großen Schrein, den ich letztes Mal gefunden habe von der Star Sorcery. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Weißt du zufällig, wo einer ist? Dagul? Also ich weiß, dass ich einen gefunden hatte, wo der Kristall noch aktiv war, aber ich weiß nicht mehr, wo der war. Leider. Genau, mit der Kammer. Bei dir ist einer. Warte mal. Ja, wo hast du nochmal gewohnt, weil die Karte wurde resettet? Hast du das da? Warte mal. Warum haben wir nicht manche so große Gebiete? Ne, Berial, Mint. Ah, hier sind die Darklands. Das ist schon mal gut. Für Dingens. Abyssalcraft, ich habe mir ein paar Sachen nämlich angeguckt. Abyssalcraft und Astral Sorcery. Und Abyssalcraft müsste ich halt diesen Dingenskirchen finden. Mal gucken, wo du nochmal gewohnt hast, ey. Diesen Untergrundding, wo diese Viecher spawnen. Für die Statuen. Ah, da ist so ein Altar-Ding. Wow. Das kann doch von Cerberus sein hier. Ja. Das Teil fehlt auch schon. Going Darkstone. Da fehlt der Teil auch schon. Vom Non-Spawn. Ah, da, in der Wüste da vorne, okay. Der Spawn war hier, nördlich. Okay. So, für ein bisschen Curve müsste ich die Statuen auf jeden Fall finden, sammeln, wie auch immer. Ja, stimmt, du hast ja. Du hattest ja die Pyramide da. Da oben müsste das ja sein. Ja, Ghoul, da ist er doch. Bei dir ist eine Kammer mit Kristall. Hast du Red gebaut hier? Datei? Sieht ja schmucke aus. Das sieht ja schmucke aus. Links vom Haus. Da, der sieht richtig ins Zeug. Ich gucke euch doch mal an hier. Hör mal. Nicht schlecht. Links vom Haus. Ah, sehr gut. Sehr schön. So, jetzt wollen wir das. Dann brauche ich das. Der muss, glaube ich, Dingens haben. Frei im Himmel. Hören wir mal hier hin. Genau. Marble, das und das. Und da haben wir den Resonating Wand. Was macht der Resonating Wand? Der zeigt einen an, wo dieses Rock Crystal ist. Diese Dinger, das ist das Rock Crystal. Muss mal kurz hochbauen hier. Also diese Dinger. Leck mich doch am Arsch, Mann! Ich bin doch gerade am gucken. Was ist denn euer Problem? Mann! Da unten auf Bedrock-Höhe ungefähr sind diese Rock Crystals, die man jetzt braucht als nächstes. Oh, beim Dragul unter der Basis, oder was?
So, dann haben wir nämlich eigentlich im Prinzip das erste schon erledigt, denn dafür braucht man die und man muss ja den noch bauen. Den braucht man auch. Da braucht man auch diesen Crafting Table für. Darf ich mal kurz bei dir was benutzen? Dass ich hier du hast ja bestimmt Kohle, oder? Und Marble ein bisschen. Brauche ich ja nicht extra zu meiner Basis zurück. Okay, den Rest habe ich, glaube ich, oder? Das ist ja nur normales Marble, genau. Dann brauche ich noch ein Crafting Table. So, und jetzt gehe ich raus in die Höhle des Löwen hier. Hallo! Schnell weg. Komm, Freunde, ich bin gar nicht anwesend. Fertig. You learned more about exploration. Das heißt, ich bin im zweiten Dingen jetzt dran. Werde ich aber gleich mal kurz zeigen. Warte, ich tue die Sachen, die jetzt über sind, immer zurück. Schnell hier rein, ey. Ich nehme mich nämlich schon, sonst wieder sterben. So, Marble. So, dann nehme ich mal mit. Das ist ja auch für Astral Sorcery. So, dann haben wir jetzt den Luminous Crafting Table. Mal nach Hause. Flitzen mal nach Hause. So, legen wir uns mal hin. Ah, ne, brauchen wir jetzt noch gar nicht. Und zwar, wenn ich den jetzt hier hinstelle. Moment. Stellen wir zum Beispiel hier oben hin. Der braucht natürlich freien Himmel. Der hat ein bisschen Starlight. Hier ist natürlich jetzt nicht so viel, wie man sieht. Eigentlich wäre es geil, wenn ganz voll ist. Das kommt aber auf die Chunks, glaube ich, an. Müssen wir mal schauen. Vielleicht ist er noch weniger. Toll. Würde ja gerne dann so eine Art Tempel dafür bauen. Gucken wir mal hinten irgendwo. Was hier aussieht. Ja, dann wird es bis zur Hälfte. Wie gesagt, blöd ist an dem Mod eigentlich nur, dass das immer im Dunkeln ist. Also meistens. Dunkel passiert. Er ja, ist auch nicht voll. Lass mich das Ding abbauen! Lass mich das Ding! Okay, ich werde versterben. Hilfe. Hey, Blitz. Auf damit. Ja, der sieht noch cooler aus. Warte mal. Blöd ist natürlich, ich will das Ding jetzt. Ich gepennt. Da muss ich mal gucken, dass ich in. Ich muss hier ganz viele Macken im Torches hinstellen, ehrlich. Auf meinem Gebiet, dass hier nichts spawnen kann in der Nähe. Da geht mir richtig auf Eier. Ja, wie gesagt, der Mod ist halt doof, dass er nur in der Nacht funktioniert. Also fast nur. Aber wie gesagt, der Anfang ist ja schon gemacht. So, das funktioniert jetzt natürlich nicht, weil wir haben kein Starlight. Da muss ich dann mal gucken. In Ruhe, wie das hier aussieht. Und wenn eine Witch rum, die am Brutzeln ist, dann heißt das, ist eine Entdeckerin. Alter Sumpfkuh. Dragul, weißt du eigentlich, ob man das AE-System mit dem Connector verbinden kann, also mit dem hier, mit dem hier, Controller verbinden kann, weißt du das? Funktioniert das dann, dass wenn du jetzt ein Interface mit dem Connector verbindest, dass der da Sachen rauszieht aus dem AE-System?
Brauchte die denn nochmal? Diamanten? Block of Gold. Ich hab zu wenig Gold, ey. Scheiße. Nein, leider nicht. Scheiße. Also das heißt, du kannst das Ei-System nicht mit den X-Net-Sachen probieren, verbinden. Das ist natürlich jetzt blöd. So, das heißt, was ist, hast du denn mal probiert, einen Export-Bus an die, das Ding ran zu, du kannst ja die Kabel mit Sachen verbinden, also die, du kannst ja auch mit den Stromkabeln verbinden. Kann man die denn, vielleicht kann man die auch mit dem Export-Bus verbinden. So, meine Valve und Lois sind fertig. Chargé. So, wir brauchen Enderman-Köppe. So, ach, Solarium brauche ich auch noch. Brauche ich auch noch mehr Gold. Nochmal 4. Gott. Also, das wäre die Frage, weil man kann, also die X-Net-Kabel kann man mit anderen Kabeln verbinden. Vielleicht geht tatsächlich ein Export-Buster dran. Jo. Weil dann wird es ja funktionieren. Wenn ein Export-Bus dran knüppelt, dem Export-Bus natürlich dann Teil reinlegst, ich sag mal blöd Kohle oder so, dann müsste der ja eigentlich im Prinzip aus dem System ins X-Net, wenn es geht. Weil ich würde ungern eigentlich das X-Net abschalten. Weil das X-Net ist geil gemacht. Also hättest du dann, oder? Ja gut, dann hättest du halt wieder komplett alles mit Export-Buses und Import und Interfaces und Blasels und... Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, aber... wäre cool, wenn es verbunden werden kann, sagen wir es mal so. Das Deutsch hat es dir letztens schon geschrieben, dass das Deutsch erkannt wird. Also die Modular Storage Dinger. Was eigentlich richtig cool ist, da brauchst du eigentlich keine Disketten. So, Soul Level ist gleich fertig. Das heißt, ich brauche jetzt 2 Vibrant Alloys. Wo ist das hin? Ach, das habe ich ja noch gar nicht. Ah. Ich habe ja Energetic nur. Ender Perlen. So. Schwarti, Schwarto. So, Vibrant Alloy. Ich will natürlich gucken, dass ich den Luminous Crafting Table so hinstelle, dass ich, ja, jetzt sehe ich natürlich nichts, weil dunkel ist, hell ist. Dass das Starlight natürlich voll ist. Ich hatte gehofft, dass hier vielleicht voll ist, aber ist leider nicht. Da muss ich halt bei mir in der Nähe irgendwo gucken. Achso, ich wollte halt ja zeigen. Exploration ist jetzt eine neue Galaxie im Prinzip. Da. Und da geht's jetzt weiter.